Bonjour, soyez les bienvenus dans Xenius. Hallo, willkommen zu unserer Sendung heute in Berlin. Ja, sowas gibt's nur hier. Stolpernde Moderatoren und Akrobatinnen. Hier lernen die jungen Schülerinnen und Schüler, wie man am Trapez turnt, Saltos macht und nebenbei noch sein Abitur macht. Wir sind an Deutschlands einziger Artistenschule. Und ja, wie Sie sehen, hier wird hart trainiert. Ja, und damit machen die Jugendlichen hier etwas, was wir viel zu wenig machen, sich täglich bewegen. Denn ob jung oder älter, man sitzt zu viel. Man sitzt in der U-Bahn, man sitzt vor dem Rechner, man sitzt vor dem Fernseher und am Ende liegt man noch in dem Bett. Aber wir wissen, dass das nicht gesund ist. Wir fragen uns heute, warum es nicht gesund ist. Ja, genau. Deswegen wollen wir heute mal etwas genauer wissen. Warum ist Bewegung für uns so wichtig? Dieser Frage werden Pierre und ich heute sehr aktiv nachgehen. Und ehe wir uns im Vergleich zu den Akrobatinnen und Akrobaten gehörig blamieren, werfen wir mal einen Blick auf die Beweglichkeit eines durchschnittlichen Jugendlichen von heute. Auf die Plätze, fertig. Die Oberschule an der Egge in Bremen-Nord. Die fünfte Klasse macht den deutschen Motoriktest. Der soll überprüfen, wie fit die Kinder für ihr Alter sind und wie koordiniert sie sich bewegen. Lutz Müller, Sportwissenschaftler an der Uni Bremen, überwacht das Ganze. Ähnliche Tests wurden bundesweit im Auftrag des Familienministeriums gemacht, mit beunruhigenden Ergebnissen. 35% der Kinder und Jugendlichen waren nicht in der Lage, zwei oder mehr Schritte rückwärts zu balancieren. Bei Rumpfbeugen erreichte fast die Hälfte nicht die eigenen Füße. Beim Weitsprung liegen heutige Kinder 14% hinter den Leistungen von vor 40 Jahren. Und 15% sind stark übergewichtig. Ingo Schiller unterrichtet seit 29 Jahren Sport. Seine Beobachtung: Koordinationsfähigkeit hat meines Erachtens deutlich abgenommen. Die anderen motorischen Fähigkeiten, so wie Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, diese klassischen Sachen, da denke ich mal, hat eine Ausdauerfähigkeit auch deutlich abgenommen. Das sieht man daran, dass Schüler heute häufig im Stück kaum noch 5 Minuten durchgehend laufen können. Und das, denke ich mal, hat Ursachen in der alltäglichen Bewältigung von Aufgaben, die mit Bewegung was zu tun haben. Tatsächlich bewegen sich heutige Kinder weniger als frühere Generationen. Mama und Papa spielen Chauffeur, wo einst geradelt oder gelaufen wurde. Der Anteil derer, die regelmäßig draußen spielen oder Sport treiben, hat deutlich abgenommen. Gerade einmal 15% erreichen eine Stunde körperliche Aktivität pro Tag, die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Mindestzeit. Insbesondere Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren verbringen ihre Freizeit kaum noch außer Haus. Online-Spiele oder soziale Netzwerke nagen zusehends am Zeitbudget. Verhaltensänderungen, die überraschende Spuren hinterlassen, haben Forscher der Uni Potsdam herausgefunden. Also wir haben im 10-Jahres-Vergleich Schulkinder untersucht im Land Brandenburg und haben neben anderen Körpermaßen unter anderem die Beckenbreite gemessen und haben festgestellt, dass die sich rapide verändert hat. Und wenn man sich als Vergleichsmaß so heranzieht, dass wir eine Beckenbreite bei 10-jährigen Jungen und Mädchen so ungefähr von 20 bis 23 Zentimeter haben, dann haben wir 10 Jahre später eine Beckenbreite von jeweils 1 bis 1,5 Zentimeter im Durchschnitt weniger gehabt. Und das ist für Körpermaße, für Knochenmaße eine immens hohe Zahl. Eine Generation von Schmalhüftigen, passend zu der Modeerscheinung der rutschenden Hose. Aber wie erklärt sich der Breitenunterschied? Die Muskelbewegungen beim Gehen regen normalerweise das Wachstum der Knochen an. Doch Kinder und Jugendliche gehen eben immer weniger zu Fuß. Also es gibt in der Biologie ja die Diskussion mit Kosten und Nutzen. Das heißt, Strukturen, die nicht genutzt werden, werden schwächer ausgebildet. Offensichtlich wird das Skelett bei den Kindern, die sich wenig bewegen im Alltag, nicht so benötigt. Und der Körper spart sich die Ressourcen und baut dieses Skelett geringer auf. Doch was in jungen Jahren nicht an Masse aufgebaut wird, kann in späteren nicht einfach nachgeholt werden. Die Langzeitfolgen müssen noch erforscht werden. Endlich, der Test ist vorbei. Wie haben die Bremer Schüler abgeschnitten? Die Sportwissenschaftler der Uni werten die Ergebnisse aus. Erfreulicherweise hat fast die Hälfte gut bis sehr gut abgeschnitten, aber auch fast 30% schwach bis sehr schwach. Sicher wichtige Erkenntnisse, doch welchen Nutzen ziehen die Kinder daraus?
Die Wirkung des Tests auf Kinder ist so gut wie gar nicht untersucht. Daran arbeiten wir jetzt gerade, weil wir festgestellt haben, Tests bestärken in der Regel die Guten oder Testergebnisse bestärken in der Regel die Guten und beschämen eben diejenigen Kinder, die nicht so gut abgeschnitten haben. Und daraus wird man also als Schlussfolgerung ziehen können, also eine Demotivierung führt nicht dazu, dass die körperlichen Aktivitäten intensiviert werden. Hier an der Egge nutzt man darum die Ergebnisse, um vor allem auch den Schwächeren gezielte Angebote zu machen. Also wir bieten zum Beispiel eine Fitness-AG an, möglicherweise eine Rückenschule, je nachdem, wie die Schüler in diesem Motoriktest abgeschnitten haben. Wenn wir das erkennen, dass da Schwächen sind, dann ordnen wir die da auch zu. Oder vielleicht auch in bestimmte Beispielgruppen, wenn entsprechende Möglichkeiten da sind, die sich aus diesem Test heraus ergeben. Und die Schüler müssen letztlich auch Spaß dran haben und da entsprechend in diese AGs gehen wollen. Denn wie sagt die alte Weisheit, was Hänschen nicht turnt, turnt Hans nimmermehr. Oh, ist das krass. Oh Gott. Das nennen die jetzt Aufwärmtraining. Kommst du? Ich glaube. Also die Schüler und Schülerinnen der Artistikschule würden wohl jeden Motoriktest mit Bravour und 5 Sternchen bestehen. Pierre und ich haben da noch ein bisschen Nachholbedarf, oder? Ja, zu unserer Verteidigung, die Kinder hier, die machen zweimal täglich so ein Training neben dem ganz normalen Unterricht, vor- und nachmittags. Du bist also 13, gehst in die 7. Klasse, Tim. Warum hast du dich denn für eine Schule entschieden, wo man halt zum Aufwachen erstmal so einen Handstand macht? Ich liebe Bewegung. Mhm. Ich kann, also wenn ich mich nicht viel bewege, dann bin ich sehr unruhig auch im Unterricht und kann mich kaum konzentrieren. Und deswegen bin ich hier auf die Schule gekommen, weil ich mich hier viel bewege. Joanna, Fiona, Jana, ihr wolltet ein bisschen Bewegung haben, aber warum gerade bei Artistik und warum nicht bei Fußball, Rugby oder Basketball? Ich habe schon von klein an mit dem Turnen angefangen und ich liebe es halt, mich so zu bewegen, auch die Beweglichkeit wie Spagat oder sowas, und das findet man beim Fußball halt nicht. Oder die Rückwärtssaltos und sowas, das fehlt dann einfach bei anderen Sportarten. Ja, ich finde auch, dass man beim Fußball eigentlich immer dasselbe macht und hier lernt man viele neue Sachen. Also beim Fußball lernt man auch neue, aber nicht halt nicht so viele. Ich finde, Fußball sieht einfach nicht so schön aus, wenn man das die ganze Zeit so macht, und bei Trapez, da kann man ja auch coole Tricks machen, die auch schon besser aussehen, als die ganze Zeit mit dem Ball rumzurennen. Thomas Arndt, Sie sind Trainer hier an der Staatlichen Artistenschule. Wir haben gelernt, dass die Kinder immer weniger sportlich werden. Aber hier bewerben sich immerhin 70 Kinder ungefähr jedes Jahr für nur 15 Plätze. Aber merken Sie auch diese Tendenz zur Unsportlichkeit in der Auswahltest? Also wir suchen uns natürlich die Besten raus von den 70, aber es ist schon eine Tendenz zu verzeichnen, dass die Kinder doch relativ in ihrem sportlichen Niveau nachlassen. Das muss man sagen. Wir kriegen natürlich viele Kinder, die auch aus dem Leistungsturnen oder aus dem Turnen kommen, die natürlich beste Voraussetzungen mitbringen. Aber es kommen auch ganz viele Kinder, die mit falschen Vorstellungen herkommen und wirklich überhaupt für diese Ausbildung gar nicht geeignet sind. Also hier trainieren Ihre Schülerinnen und Schüler ja mehrere Stunden täglich. Warum ist es denn besser, so richtig viel zu trainieren als Kind, als gar nicht? Die Bewegung, die schult ja auch Reaktionsschnelligkeit überhaupt. Die Muskeln werden trainiert, ja. Die Kinder sind aufmerksamer in der Schule. Sie lernen sich also zu konzentrieren, sich auf gewisse Sachen zu fokussieren. Und deswegen ist es viel,
besser eigentlich Sport, viel Sport zu machen als gar keinen. Ja, also es muss ja nicht gleich Hochleistungssport sein, aber Bewegung tut uns gut in vielerlei Hinsicht. Denn bei chronischer Bewegungsarmut kommt Volksleiden Nummer 1 ganz schnell um die Ecke, Rückenschmerzen. Aber warum ist ausgerechnet unser Rücken so gefährdet? Guck mal, dass du mir den rausziehst und den dahinter. Okay. Weil das ist so meist schwer. Kommt der Schmerz aus heiterem Himmel. Eine falsche Bewegung. Und es ist passiert. Ist jetzt die Bandscheibe hinüber? Womöglich der ganze Rücken kaputt? Springen wir noch einmal zurück an den Anfang des Malheurs. Was ist hier schiefgelaufen? Eigentlich ist unser Rücken doch eine ziemlich starke Erfindung. Der menschliche Rücken ist ein Meisterwerk der natürlichen Ingenieurskunst, wenn man so möchte. Die Wirbelsäule kann nicht nur unseren Körper halten und stützen, nein, sie ist auch enorm beweglich durch diese ganzen verschiedenen Wirbelkörper und kleinen Steuerungsmuskeln. Schauen wir uns das genauer an. 34 Wirbel und die Bandscheiben bilden die Längsachse unseres Körpers. Neben dem Bandapparat hält sie vor allem ein geniales Muskelsystem zusammen. Die tiefliegenden Muskeln verbinden die Wirbel miteinander. Sie arbeiten 24 Stunden am Tag als Stabilisatoren und sorgen für das Feintuning der Wirbelsäule. Diese kleinen Muskeln können wir willentlich nicht steuern. Darüber liegen die großen oberflächlichen Muskeln, die Mobilisatoren. Diese Kraftpakete können wir bewusst anspannen. Besonders ausdauernd sind sie allerdings nicht. Beide Muskelgruppen und die Bauchmuskulatur müssten bei jeder Bewegung perfekt zusammenarbeiten. Und genau da beginnt das Problem. Wir gehen heute davon aus, dass 80-90% der Rückenschmerzen verursacht wird durch eine sogenannte muskuläre Disbalance. Die muskuläre Disbalance ist ein Ausdruck, der ein Ungleichgewicht beschreibt zwischen den Muskelgruppen. Wir haben eben nicht die zerstörte Bandscheibe oder zerstörten Rücken als häufige Ursache. Das sind eher bei 5-10%. Viel, viel häufiger haben wir muskuläre Verspannungen. Schuld an dem muskulären Ungleichgewicht ist vor allem unsere moderne Hauptbeschäftigung, das Sitzen. Im Bürostuhl werden unsere tiefliegenden Rückenmuskeln nicht genug gefordert und dadurch immer schwächer. Im schlimmsten Fall können sie fast völlig verkümmern. Also ich habe Ihnen hier ein Bild herausgesucht von einem rückenkranken Menschen. Die oberflächlichen Muskeln sind ganz gesund und hier dunkelgrau. Wenn Sie sich aber dieses Gebiet hier anschauen, wo alles weiß ist in dieser Aufnahme, diese weißen Flecken stehen für abgebaute Muskulatur, die durch Bindegewebe ersetzt wurde. Wenn die Tiefenmuskulatur nicht mehr richtig funktioniert, schaltet unser Körper in den Notfallmodus. Jetzt müssen die oberflächlichen Muskeln die Stabilisation mit übernehmen. Doch für eine solche Ausdauerleistung sind sie nicht geschaffen. Die oberflächlichen Muskeln verspannen sich und sorgen so für Schmerzen in Nacken und Kreuz. Unangenehm, aber auszuhalten. Wenn jetzt Belastung dazu kommt, etwa beim Heben einer Getränkekiste, dann lastet auf der Wirbelsäule dabei ein Druck von umgerechnet 400 Kilogramm. Normalerweise werden kurz vor einem solchen Kraftakt die Tiefenmuskeln aktiv. Eine verkümmerte Tiefenmuskulatur aber springt zu langsam an und kann die Wirbelsäule nur unzureichend stabilisieren. Wenn die Stabilität zu spät einsetzt, dann hebeln diese gigantischen großen Muskeln über eine nicht gesteuerte Wirbelsäule hinweg und machen eher mehr Schmerzen als Nutzen. Der Hexenschuss ist jetzt nur noch eine ungeschickte Bewegung entfernt. Eine verkümmerte Tiefenmuskulatur kann hier nicht ausgleichen. Sie zieht sich stattdessen reflexartig zusammen und blockiert den ganzen Rücken. Doch auch wenn das äußerst schmerzhaft ist, gefährlich ist so ein Hexenschuss nicht. Versuch mal die Beine anzuwinkeln. Erst das linke. Denn entgegen der verbreiteten Vorstellung sind die Bandscheiben daran nicht beteiligt. Die Ursache hier ist in der Regel in der Muskulatur zu finden und eben nicht in einer kaputten Bandscheibe. Wenn Sie einen großen Bandscheibenvorfall von Bedeutung haben, dann zieht der Schmerz fast immer entweder in die Füße runter
oder in die Hände. Nach einem Hexenschuss muss der Rücken nicht geschont werden. Im Gegenteil. Langfristig hilft nur viel Bewegung gegen den Schmerz. Dabei ist jede Sportart geeignet, die Gleichgewicht und Koordination schult. Denn damit erreichen wir auch die kleinen Muskeln, die wir willentlich nicht anspannen können. Wenn man wirklich gezielt die Tiefmuskulatur trainieren möchte durch eine Sportart, dann ist perfekt natürlich Pilates oder Yoga, die eben auf diese Kernmuskulatur abzielen, auf diese tiefen steuernden Muskeln. Mit ein bisschen Training heißt es dann hoffentlich bald Rückenschmerzen ade. Ja, also für so eine Übung muss man schon einen sehr stark trainierten Rücken haben. Ui, ja. Schön. Oh, ich habe jetzt hier auch eine kleine Akrobatiknummer. Ich trainiere meine alten Achse, ich trainiere Pierre weg. Frau Dr. Wrede, Sie sind Schulärztin hier. Normalerweise hat man es als Arzt mit Patienten zu tun, die Rückenschmerzen aufgrund von Bewegungsmangel haben. Hier ist es wahrscheinlich genau umgekehrt. Was verordnen Sie jetzt bei Rückenschmerzen zum Beispiel infolge von Überbelastung? Bei Überbelastung erstmal gucke ich mir die Kinder an, was sie für Beschwerden haben. Das ist natürlich das Wichtigste, ob es eine muskuläre Geschichte ist oder auch doch schon eine schwere Erkrankung, die es auch im Jugendalter schon gibt. Und vor allen Dingen gucken wir bei den Kindern, ob die kleine Muskulatur trainiert ist, weil die sehr viel auf Kraft hier arbeiten und dadurch wird oft die kleine Muskulatur an der Wirbelsäule, die direkt an der Wirbelsäule anhängt, unterentwickelt, ausgebildet. Und da sind ganz kleine Übungen wie Wackelball, Wackelbrett, das ist so ein propriozeptives Training, heißt das, ist sehr effektiv für die Wirbelsäule, für die Bandstabilität. Gut, die Jugendlichen hier, die bewegen sich eher überdurchschnittlich. Ist das überhaupt gut, so im jungen Alter sich so viel zu bewegen? Ja, wenn die Kinder ordentlich vorbereitet sind, dadurch haben wir sehr gute Trainer, die das vorbereiten in dem Grundlagentraining. Und das Wichtige ist, dass dadurch ja Adaptationen entstehen. Das heißt, mein Herz-Kreislauf-System passt sich der Belastung an. Ganz wichtig ist in dem Alter, dass die Knorpelzellen werden erst ausgebildet. Die Kinder haben viel mehr Knorpelzellen, als wenn sie keinen Sport treiben. Die Sehnen werden dicker, die Muskulatur wird dicker und der Knochen wird auch noch verstärkt. Bei den durchschnittlichen Erwachsenen verhält es sich ja so, dass das Maximum an täglicher Bewegung aus dem Weg vom Zuhause zur Arbeit besteht. Warum wäre für uns mehr Bewegung denn so wichtig? Bewegung ist ganz wichtig fürs Herz-Kreislauf-System. Bewegung ist ganz wichtig für die Psyche. Ja, man hat nachgewiesen, dass wenn ich mich bewege, auch mein Gehirn viel aktiver ist. So dass ich auch glaube, dass auch Verschleißerscheinungen des Gehirns später auftreten und auch gegen Depressionen, das ist Ausdauersport. Und Sie haben es bereits angesprochen, sich viel zu bewegen ist nicht nur gut für unseren Körper, sondern auch für unseren Geist. Und das merkt man vor allem, wenn man älter wird. Die Forschung hat eine ganz besondere Medizin entdeckt. Sie hält das Gehirn jung und schützt es vor dem Abbau. Diese Medizin heißt Bewegung. Das große Ganze ist ziemlich klar heute. Menschen, die sich viel bewegen, die haben ein geringes Risiko, zum Beispiel eine Demenz zu bekommen. Dass der Sport tatsächlich hilfreich sein kann im Erhalt oder gar in der Förderung der kognitiven Leistungsfähigkeit, das können wir, glaube ich, mittlerweile schon zeigen. So, guten Morgen. Hausbesuch vom Personal Trainer. Jeden Dienstag steht Peter Bäuerle auf der Matte von Gertrud Maas. So, Frau Maas, wie kräftig fühlen Sie sich heute von der Skala von 1 bis 10? So, 6. 6, okay. Ja. Dann starten die beiden zum Workout. Gertrud Maas will so mehr Schwung in ihren Körper bringen, aber auch in ihren Kopf. Ich habe mich schon ertappt, ich mache irgendwas, werde unterbrochen, das Telefon klingelt.
Und habe gemerkt, du hast doch vorher was ganz anderes gemacht. Wenn es möglich ist, möchte ich da schon dagegen arbeiten, dass es nicht so schlimm wird oder ja, dass ich es vielleicht aufhalten kann. Zwei. Deswegen trimmt sie sich jetzt unter Anleitung einmal die Woche mit Übungen für Bauch, Beine und Rücken. Linkes Bein. Peter Bäuerle trainiert auch noch andere Senioren. Sie sind immer sehr überrascht über die Übungen und man sieht auch deutlich die Fortschritte. Also wichtig ist, dass der Teilnehmer gefordert wird. Also er darf nicht unterfordert und auch nicht überfordert werden. Das alles macht die 71-Jährige nicht nur für sich, sondern auch für die Forschung. Wie muss ich trainieren, um meine kognitive, aber natürlich auch die motorische Leistungsfähigkeit möglichst lang aufrechterhalten zu können oder gar verbessern zu können? Bewegung, auch für den Kopf. Das ist das Sportprojekt für Senioren, an dem Gertrud Maas teilnimmt. Einmal die Woche gehört auch Gruppentraining dazu. Eine Demenz hat hier niemand, aber alle haben schon kleine Warnzeichen, Gedächtnislücken, aus denen eine Demenz werden könnte. Sportleiterin Kerstin Zentgraf bietet zum Warmwerden eine Runde Denksport an. Und dann Spitzen fürs Gehirn. Rund 50 Senioren sporteln mit in drei verschiedenen Gruppen. Ausdauer, Kraft und Koordination. Welcher Sport hilft dem Kopf am besten? Es macht durchaus Sinn, davon auszugehen, dass ein sehr komplexes Training vermutlich die besten Erfolge haben wird. Und das ist genau das, was wir jetzt prüfen wollen. Muckis für die grauen Zellen. Insgesamt 18 Monate trainierten die Senioren für die Wissenschaft. Jetzt stehen die ersten Studienergebnisse fest. Dank der regelmäßigen Bewegung verbesserten die meisten ihr Langzeitgedächtnis. Und auch das Arbeitsgedächtnis profitierte. Die Einkaufsliste, die ich mir merken soll, oder mir hat gerade jemand noch eine Telefonnummer zugerufen und ich soll mir die merken, neue Namen, weil ich jemanden kennenlerne. Das erleichtert den Alltag, wenn ich einfach auch mehrere Dinge in meinem Arbeitsgedächtnis halten kann. Also wir sehen Gewinne und das ist natürlich ein ganz tolles Ergebnis. Sport geht in den Kopf. Aber welche Prozesse löst er dort aus? Eine Frage, die auch Hirnforscher von der TU Dresden beschäftigt. Bei sportlichen Mäusen konnten sie sehen, das Gehirn wird besser durchblutet, Wachstumsfaktoren fluten an und es geschieht sogar etwas, was lange Zeit als unmöglich galt. Es gibt eine Hirnregion, die für Lernen und Gedächtnis zuständig ist und dort werden neue Nervenzellen gebildet, sogar lebenslang. Und das wird gesteigert dadurch, dass Mäuse aktiver sind, körperlich und geistig. Aktive Mäuse tunen sozusagen ihr Gehirn, regen es an zu Zellwachstum und neuen Denkmöglichkeiten. Genetisch sind Mensch und Maus sich recht ähnlich. Und deswegen bildet wohl auch der aktive Mensch neue Nervenzellen. Das heißt, wenn ich dann im Alter eine Stimulation habe durch Aktivität, dann ist der Effekt groß. Aber er ist natürlich größer im jungen Alter. Das heißt, wenn ich früh anfange mit meinem aktiven Leben, dann kann ich sicherlich noch mehr herausholen, als wenn ich das eben auf den letzten Drücker noch versuche. Frühstarter bauen geistige Reserven auf. Aber die Stuttgarter Senioren zeigen, man kann auch noch etwas rausholen, wenn das Gedächtnis schon nachlässt. Jetzt in diesen Gruppenanalysen, die wir ja erstmal durchführen, sieht man eine Tendenz, dass wir mit Bewegung tatsächlich ein Mittel haben, um den Verlauf tatsächlich positiv zu beeinflussen. Wir werden ihn nicht stoppen, wir werden auch ihn nicht heilen. Aber wir können zumindest dafür sorgen, dass Lebensqualität für einen deutlich längeren Zeitraum aufrechterhalten werden kann. Acht. Gertrud Maas ist jetzt überzeugte Sportlerin. Also wenn man nichts tut, das ist gar nichts. Das hilft einem nicht weit. Sport ist Anti-Aging fürs Gehirn. Ein bisschen Anstrengung gehört leider dazu. Ja, also geben Sie uns noch ein paar Tage und dann machen wir auch den Flickflack nach hinten, oh ja, oder? Sicherlich. Also, naja, zumindest hatten wir heute unser tägliches Maß an körperlicher Ertüchtigung und es hat echt Spaß gemacht, oder? Ja, total. Aber wer noch nicht diese Stunde Bewegung, die von Experten empfohlen
ist, gemacht hat, kann jetzt loslegen. Es ist nie zu spät. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss. À la prochaine. Restez curieux. Super, ausleben. Sieht so? Mhm. All die Muskeln, die wir bedient haben. Also, nee, nee. So. Du musst deine Muskeln auch dehnen. Ja, kannst du? So kann ich dehnen. Ja. Oder?